Jetzt habe ich mega leckeres. Oh, das ruckelt. Ja, bei mir auch wie Sau. Fuck. Hat der letzte Anschluss gefunden? Ja, ja, fast dran. Ja, jetzt ist er dran. Boah. Und Apelote. Oh, sorry. Wow. Oh, nee, Mann. Oh. That's a god, fuck, Alter. Entschuldigung. Oh. Sorry. Komm da raus, dann bitte vor oder nicht? Entschuldigung, Danny, Entschuldigung, das war bis zu früh. Uah. Da war ich ein bisschen früh auf der Bremse, gell? Jo. Aber kein Ding. Uah. David, ich bin immer noch mit ihm. Ja. Ermüden, ja, Platz, bitte. Verbindung zum Zielserver unterbrochen, was ist denn das jetzt? Ist noch drin, ganz ruhig, da vorne. Bringt mich völlig aus dem Konzept hier. Boah, völlig aus dem Tritt. Verdammt.
gibt's doch nicht, Mensch. Noch, ich mach den Scheiß nach. Weit aus. Da lag ein Spoiler rum. War meiner. Thank you.
Mario ist am Rudern. Ich war da angeschoben. Beim Auto hinter dir ist der Frontflügel leicht beschädigt. Sieht aber nicht dramatisch aus. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Scheiße. Glauben, sein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Oh. No, nein! Oh. Hab extra lang. Es tut mir leid. Oh, sorry, Danny. Oh, kein Problem. Sorry. Schwierig heute. Rutschig, ja. Beim Wagen hinter dir hat man sich wohl für einen kürzeren Stint entschieden. Der ist auf den weicheren Reifen unterwegs. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht beeinträchtigen. Push weiter. Oh, Puerto, du hüpfst.
keine Absicht. Raus jetzt, raus! Mike, wann willst du rein? Du hast einen neuen Satz harte Reifen. Nur noch ein Stopp für dich. Ein, zwei Runden noch? Wann möchtest du? Ich will entweder jetzt oder die nächste gehen. Ich hab dich nicht verstanden, ne? Entweder die jetzt oder die nächste. Ja, mach doch, wenn du jetzt möchtest. Alle Strafen freigeklappt? Ja. Oh. Glück, ja. Sorry, ich hab was gekriegt. Was hast du? Du bist am Hüpfen und Springen. Echt? Der nächste ist ein Lotus. Der war rot. Er versucht die Lücke zu
Oh, sorry. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Also ich hab dich zuerst erwischt, Erik. Oh, kannst du jetzt... Oh, da. Oh. Also erwischt hab ich dich zuerst. Danny hat dich dann abgeschossen, oder? Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl. Maximale Leistung. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Hi, ich bin hinter dir. Ja. Alle möglichen sind hinter ihm. Ja. Doch, fuck. Wow. Macht ihr denn? Wo ist denn der Geister? Nee. Wollt ihr die vorbei lassen? Klatsch. Wieder Rico getroffen? Ne. Diesmal war er Geist. Das macht keinen Spaß mehr. Das war sehr optimistisch, Emanuel. Was? Ich sagte, das war sehr optimistisch. Ja. Thank you.
Wie weit ist denn der Mike von Erik? Vor dir? Gerade braucht noch 2,5 Sekunden, um das schon zu freier sein. Fast gesehen. Oh nein, nein. Ich bin klatschnass geschwitzt. So, geht bei mir auch los. Oh nein. Da, ich bin von Flügel von 2006. In der Eingangskurve zu Stadtbild Platz hier mein Reifen, das gibt's ja dann. Reifen ist das? Jo, deswegen habe ich mich gedreht. Und jetzt fahre ich auf 3 Rädern zur Box eine ganze Runde weit, das ist zum Kotzen. Hinter mir funkt's wie die Sau. Versuch an ihm vorbeizukommen. Komm vorbei, komm, komm. Ich wollte nicht, dass du in dem Geschlängel hinter mir bist, Doktor, weil ich bin unkontrollierbar. Aber gleich habe ich es geschafft. Den dritten Platz erobert, Platz 3. Ja, dreh dich mal genau. Wir hören gerade über Funk, dass der Frontflügel deines Hintermanns beschädigt ist. Möglicherweise kostet das Abtrieb. Oh boy, ich wasch mir eine Zigarette jetzt. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen.
Achtung! Die Weichen halten aber ganz schön lang durch bei dir, oder David? Ja, bei mir aber auch. Ich soll 18 Runden mit den Weichen hier fahren. Meine Fresse. Ja, ich wusste schon immer, dass ich einen Knallkopf was in dir hab. Deinen Reifen haftet Gummiabrieb von der Strecke. Bleib auf der Ideallinie und fahr die Reifen wieder sauber. Los! Verkehr auf, sei vorsichtig.
Leg. Mann, Mann, jetzt hatte ich über eine Sekunde auf dem Endzeit und dreh mich in der Scheißkurve wieder. Warum? Ist der nicht weich? Nein. Hans, Achtung! Du bist gerade wieder vom Gas hier? Ja, wie weit denn noch? Oh, oh, oh. Ja. Hast du DRS? Weil Hans vorne war. Warum ist das denn nicht? Du meinst einfach so, gell? Wie bitte? Ach so, nee. Was? Ich sollte nicht stimmen. Alles gut. Was hast du gemacht? Nicht, ist alles gut. Oh, shit. Ich dachte, ich dachte, Scheiße. Du bist zweiter Platz. Mensch, Doc, da kann ich ja nochmal Reifen wechseln gehen. Oh, das... ey, voll daneben. Der Fahrer vor dir ist auf harten Reifen unterwegs. Du bist also im Vorteil.
Oder seine harten Reifen jetzt nicht gehen lässt. Finde ich erschreckend. Kommst nicht weg, gell? Schlepp. Ey! Sorry.
war die schnellste Rennrunde. Weiter so. Stier. Boah, der ist so heiß. Mittlerweile geht's. Mittlerweile geht's. Respekt, Manuel. Schnellste Zeit ohne Kerl. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Denny, sind wir los. So, ich bin in der Box, ich will mir die schnellste Rennrunde holen. Scheiße, die sind ja angefahren. Na, für drei Runden reicht das ja. Dich kriegt man aber auch nicht los, oder? Ich verreck hier jedes Mal auf der Geraden. Der war ein bisschen spät. Manuel, irgendwann müssen doch deine Reifen lassen, verdammt. Ja, die lassen schon nach, gerade. Dann ist gut, dann komme ich jetzt. Ich hätte mich gerade fast gedreht. Ja, schön. Oh. Boah. Nur zurückrunden, mehr will ich nicht. Nur da, da, da. Upsi. Bitte schon. Ich muss ein bisschen schnell.
Ich bin nur eine Runde fett heute gefahren. Und die hat mir nichts gebracht. Echt? Ich wollte links rum. Oh, mein Leck. Und das gerade über die Brücke, du, da wo es am schlimmsten ist. Das war's. Schade, ich dachte. Was? Schade, sag ich. Ich dachte, es war ein der Box. Der da gerade rauskam. Das ist ein Knaller gewesen, oder? Ding ist noch nicht gegessen, wa? Oh, die Wand. Das Auto hinter dir hat kaum noch Benzin. Versuch ihn davon zu ziehen, aber geh keine Risiken ein. Boah! Du in der Herr! Mach mich nicht unglücklich! Boah. Ja!